Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW Nummer 4. Wir fahren mit der S3 von Lustenau nach Bregenz. Ein Kollege hat uns die hier gerade übergeben. Der kam schon aus St. Margrethen aus der Schweiz mit diesem Zug. Und wir legen los. Und lösen erstmal ein bisschen die Bremse ein. Hauptschalter. Richtungswender. Türen auf. Ein bisschen anlegen. Wegfahren, wegrollen, genau. Türen sollten offen sein, genau. Dann machen wir nochmal hier das Licht korrekt an. Hier? Ach, hinten war das, genau. Versteckt sich hier hinten. Zugspitzensignal. Jetzt an. Ja, ist es. Sehr schön. Dann warten wir noch ein Minütchen und haben dann gleich Abfahrt. Hier nochmal die Lackierung, denn das ist nicht die normale ÖBB-Lackierung, sondern die habe ich aus dem Creators Club. Regiozug, ÖBB, sehr schick. Link in der Videobeschreibung. Den Autor habe ich jetzt vergessen, tut mir leid, aber vielen Dank für diese tolle Lackierung. Vielleicht blende ich ihn nochmal ein. Gefällt mir richtig gut. Und da sehen wir nochmal die normale Lackierung, wie der Zug normalerweise hier rumfährt. Unsere. Ist mal ein bisschen Abwechslung dabei. Dann gehen wir wieder rein. Die Folge nehme ich auch größtenteils dafür auf, weil ich ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt habe, nachdem vorletzte Folge das ja so schlimm geruckelt hat auf der New Yorker Strecke. Also, ich habe die Ini rumgespielt, DirectX 12 ist drin und so weiter und so fort. Also mit der Ini-Datei müsst ihr mal sagen, wie gut das jetzt läuft. Also beobachtet das erstens, ob es zu sehr ruckelt. Schreibt das mal in die Kommentare, wenn es zu sehr ruckelt für euch. Könnte so ein, zwei Ruckler geben, mal gucken. Bildrate ist 100%. Und schreibt doch mal, was ihr jetzt von der Grafik haltet. Das Bäume aufploppen sollte auch deutlich besser sein, also da habe ich ein bisschen was umgestellt. Und vielleicht werde ich da auch noch mal ein bisschen was umstellen oder so lassen. Mal gucken. So. Halte aus. Los geht's. Beziehungsweise, nee, wir haben ja die Bremse ein bisschen angelegt gehabt. Genau, jetzt lösen wir sie aus. Und los geht's. Ist jetzt an? Ja, ist an. Warum fährst du nicht? Aber nochmal gleich schauen, was das Problem war. Jetzt fährt er, okay. Jetzt los geht's. Meine 130, ja. Bin die Strecke gerade schon mal so ein paar Meter gefahren. Einfach auch für mich schon mal zu testen, ob es so einigermaßen läuft. Und es läuft so einigermaßen, finde ich. Bin mir nicht ganz sicher, ob es bei euch ein bisschen ruckelt. Das sieht mir fast so aus, als wäre die Framerate bei euch nicht so super. Im Video. Müsst ihr mal sagen, ob das ausreicht. Also da bin ich auch so ein bisschen auf hoffe ich auch so ein bisschen auf eure Rückmeldung. Dass wir zusammen so die perfekten Einstellungen finden für den PC und für die Videos. Also aus Qualität und ruckelfrei. Da muss irgendwie... Sollten wir so ein Mittelmaß versuchen zu finden. Wir halten auf dieser Fahrt zweimal. Einmal in Hart-Fußach und dann in Bregenz, irgendein Vorstadtbahnhof. In Riedenburg. Ich mag diesen Teil der Strecke. Der ist sehr, sehr grün. Und wir dürfen 130 in 1 Kilometer 110. Okay, dann können wir schon mal runtergehen. Haben wir eigentlich jetzt mal eine Geschwindigkeitstafel irgendwo? Ich weiß ja immer noch nicht 100%, wie die Geschwindigkeitstafeln hier aussehen. In Österreich. Oder hängen die wirklich oben drin? Ich glaube, oben drin sind immer noch die Anzeigen für Wagenlänge, wo man halten muss. Ist hier aber auch keine 110, ne? Habt ihr noch 110 gesehen? Die Geschwindigkeitstafel, die 110 angekündigt hat. Wir sind auch gleich in... Da ist die 110. Aber der Vorsignaltafel habe ich jetzt auch nicht gesehen. Oder eine Geschwindigkeitsankündigungstafel. Wenn man so möchte. Da ist die Haltepunkttafel, sehr schön.
dann müsste das der Bahnhof hier gleich irgendwo auftauchen. Da ist er. Bisschen zu entspannt für eine S-Bahn, finde ich, wie ich gerade bremse. Auf. Das ist ja ein bisschen doof, dass wir kein tiefes Horn haben. Zumindest nicht auf N. Aber hier drin wird es angezeigt. Okay, die Taste N dafür funktioniert nicht. Aber darüber geht's. Gut zu wissen. So, wir können wieder zumachen. Und können abfahren. Müssten wir gleich irgendwo auf die Hauptstrecke drauf kommen. Geschwindigkeit 130. Was willst du jetzt von mir? Ach, die Fahrgasttüren sind zu, keine Sorge. Sonst werde ich gar nicht losfahren können. Sifa. Rechts auch die schönen Kühe hier. Aber es sind, glaube ich, wieder die stehenden Kühe. Hier ist was angekündigt. Was heißt denn ein gelbes Signal? Ich meine 60. Ein gelb über zwei. Irgendwie auf jeden Fall langsam fahrt. 80. Können wir noch ein bisschen hoch beschleunigen. Hier kann man die Signale wirklich gut auch auf Distanz erkennen. Aber grafisch sieht das gut aus, oder? Nachploppende Bäume und so. Was meint ihr? Gefällt mir eigentlich ganz gut von der Einstellung her. Müssen wir gucken, ob das gut genug aufgenommen wird. Diese riesigen Lärmschutzwände hier. Da hat jemand gute Lobbyarbeit geleistet. Wahrscheinlich wohnt der Landkreisrat oder Stadtrat oder so direkt hier nebenan. Direkt hinter dem Lärmschutzwall, dann ist das natürlich schön ausgebaut. So. 80 plus Halt erwarten. Der nächste Halt müsste auch gleich schon kommen. Ein bisschen haben wir noch. Was ist denn hier das Haltesignal? Da. Steht nämlich noch ein Zug vorne drin. Wie man sieht. Dann fahren wir jetzt schön langsam drauf zu. Die Österreicher haben es irgendwie nicht so mit 500 Hertz Signalen, habe ich gehört. War cool, dass wir jetzt hier direkt hinterher fahren. 500 Hertz Magneten meine ich natürlich mit Signalen. Weil hier ist nämlich auch keiner.
Na, ist der Kollege gleich mal losgefahren oder steht er noch? Steht noch. Okay. Dann stehen wir jetzt hier direkt hintereinander. Oh, schön. Ist das Bremsengeräusch neu oder hat der Talent 2 auch schon so gebremst? Eigentlich sind die Sounds auch alle vom Talent 2 übernommen. Soweit ich weiß. Oh, Kollege fährt ab. In der Gegenrichtung auch. Ich finde die Lackierung immer noch cool. Die kann man sich echt gut anschauen. Und ich finde hier auch Bregenz sieht ziemlich gut aus. Ich habe noch nicht so drauf geachtet. Der Kollege hat Abfahrt. Und wir haben immer noch rot. Schade, das sah jetzt nicht so schön aus, weil er wieder die Kamera gewechselt hat. Ja, das müssen sie mal hinkriegen, dass er da nicht irgendwo festklippt, immer die Kamera. Das ist immer schade. So, wir gehen wieder rein und haben tatsächlich Einfahrt. Wechselblinken, das heißt höchstens 45 aus irgendeinem Grund. Vielleicht hatten wir uns doch gerade kurz vorher befreit. Na gut. Schön auf. Schwarze Türen sehen auch echt gut aus. Das schwarze Fenster und schwarze Türen. Schöner Kontrast. Und dann dürfen wir gleich wieder los. Wir sind schon ein bisschen zu spät. Aber da können wir nichts für. Weiten Zug vor uns. Mal zu. Dürfen. Aber bitte nur mit 45. Das war das Halt erwarten, glaube ich, nochmal irgendwie so ein Wiederholer, oder? Dürften wir eigentlich überhaupt fahren? Nein, wir dürfen überhaupt nicht. Lava, du bist ein Troll. Du fährst auf Halt zu. Fährt man gar nicht auf dem Bahnhof aus. Deswegen war auch dieses Signal da gerade. Wenn solange das nämlich da leuchtet, fährt man da eigentlich nicht aus dem Bahnhof aus. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt da rausgefahren bin. Betriebsgefahr. Also so habe ich zumindest gelernt von Leuten, die Ahnung haben. Da steht auch noch auf Halt erwarten. Ich glaube, das heißt Halt erwarten. Das hat mir irgendwer das mal, Matt hat das im Stream gesagt. Ich weiß zwar nicht, ob das stimmt, das Ding, aber ich glaube, es ist so ein Vorsignal-mäßiges Ding. Ach, ich weiß, was es bedeutet. Ha! Ich verstehe das Signal. Warte, das zeige ich euch jetzt kurz. Ich weiß. Ich fühle mich gerade intelligent, lass mich. Ich weiß, dass wahrscheinlich jeden anderen ist das schon völlig klar ist. Warum sieht dieses Signal? Bitte jetzt spring nicht in dem Moment auf grün, wo ich das gerade zeigen will. Es ergibt richtig Sinn. Wir müssen an Formsignale denken. So, Kollege Schnürschuh. Das ist ein Formsignal. Man muss sich das wie ein Formsignal vorstellen, ne? Wenn ein Formsignal so quer ist,
quer steht. Jetzt geht es. Jetzt ist. Es ist total genial. Ja, jetzt ist. Langsamfahrt. Denke ich mal. Nächstes Fahrt. Ist nicht Langsamfahrt? Nächstes Fahrt. Ja, es ist auf jeden Fall Fahrtstellung jetzt. Nach oben. Langsamfahrt wären zwei Flügel, lieber Lavan. Vom Signale nochmal lernen. Nein, es ist Fahrt jetzt. Aber cool. Okay, ergibt Sinn. Man muss nur mal eine Sekunde drüber nachdenken. Halt erwarten. Und Einfahrt nach Bregenz. Wir enden ja auch im Bregenz Hauptbahnhof. Wir fahren, glaube ich, nicht bis Hafen. Meine ich. Ich glaube, die S1 fährt teilweise bis Hafen. Gut, diese 2 Meter kann man auch laufen. Das ist halt wirklich nicht weit. Dann räumen wir jetzt langsam hier rein. Ich glaube, wir sind eigentlich auf 85 überwacht, aber ich werde jetzt hier nicht einen Teufel tun, noch hoch zu beschleunigen. Da waren auch wieder eine 11. Konnte man ab hier 110? Ja. Also teilweise ist das auch oben mit angebracht, die Geschwindigkeitsanweiser tatsächlich. Okay. Geschwindigkeitstafeln sind teilweise echt an der Oberleitung. Wer denkt sich denn sowas aus? Verdammt, ein Österreicher. Der Zug fährt dann natürlich wieder zurück nach St. Margarethen. Wir stellen uns mal so hin wie der andere Kollege hier. Der jetzt wegfährt. Also einen Meter noch nach vorne auf jeden Fall. Eine Habtafel oder sowas sehe ich jetzt hier nicht. Und da fahren wir doch noch bis. Weil der hier. Nee, ich wollte gerade sagen, nee. Ist auf Halt. Das sah nur gerade komisch aus, das Signal. Oder ist auf Fahrt? Ich wollte gerade sagen, ist doch auf Halt. Was ist jetzt der Unterschied? Warum? Hä? Das Signal kapiere ich jetzt nicht. Warum denn so ein Signal? Was bedeutet das denn schon wieder? Keine Ahnung. Muss ich nicht verstehen. Österreichische Signale und ich. So, schauen wir uns unseren Zug hier nochmal an, der in Bregenz steht. Und ich bin kaum zu glauben, ich spiele TSW4 und kriege keine Zwangse. Und rase nicht übers rote Signal. Irgendwas ist komisch. Soll ich nur machen? Nein. Okay, letztes Meter. Auf jeden Fall, die Lackierung finde ich sehr schön. Und da rollt der Schweizer Kollege ein. Sehr schön. Die SBB ist auch am Start. Und wir können, glaube ich, die Türen wieder zumachen. Und dann haben wir es auch geschafft. Dann sollten wir... Ach, wir sind wieder auf dem Jan-Account. Ja, wieder auf dem falschen Account. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Und tschüss. Warum steht ja Sicherheitssysteme vorhanden? Nicht vorhanden? Keine Ahnung. Naja, gut, egal. Tschüss.